vorzustellen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir können in diesem Jahr wirklich viel gewinnen. Vor allem können wir viele Menschen gewinnen, ihre Hoffnung, ihren Mut, sich einzumischen, laut zu werden und zu handeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Vater treibt mich die Ignoranz von Politikern regelrecht um, die die ganze Zeit vom Handeln reden, nachdem dann aber das Engagement von Fridays for Future loben, nach dem Motto, ihr könnt das ja später besser machen. Und da sage ich nein. Meine Generation, die Generation von uns, wir bleiben in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass unsere Wirtschafts- und Lebensweise wieder in Einklang mit Natur und Umwelt gebracht wird. Und wir Grünen, wir delegieren diese Pflicht auch nicht ab an die kommenden Generationen. Wir handeln jetzt, nicht erst 2030. Wir handeln jetzt, nicht erst 2030 oder 2050, wenn es dann zu spät ist. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, werden wir dieses Jahr im Kampf um die Glaubwürdigkeit bei der jungen Generation gewinnen. Als Werkzeugmacher interessieren mich Lösungen, die in der Praxis richtig gut funktionieren. Und während andere nur Überschriften produzieren, erarbeiten wir politische Konzepte, die den Praxistest bestehen, weil wir sie eben gemeinsam mit Praktikern entwickeln, weil wir nicht einseitig polarisieren, weil wir Konflikte vorher analysieren und auch auflösen. Liebe Freundinnen und Freunde, den Kampf um die populistischsten Sprechblasen, den sollen andere gewinnen. Den Kampf um die nachhaltigsten Lösungen, den gewinnen wir. Davon bin ich überzeugt. Als Sozialarbeiter und auch als Sozialpolitiker beschäftigen mich die zunehmende Entsolidarisierung, der Verlust von Bindung und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und unter dem Druck von rechts kultiviert die sächsische CDU ein, ich will mal sagen, rückschrittlich verklärtes Familienbild, was an der Alltagsrealität von vielen Kindern, von Eltern, von Frauen, von Alleinerziehenden im Jahr 2019 völlig vorbeigeht. Wir wollen aber nicht zurück ins letzte Jahrhundert, liebe Freundinnen und Freunde. Wir Grünen haben die Vielfalt der Familienform im Blick, die verschiedenen Geschlechterperspektiven, aber auch die Überlastung von Familien und Eltern, auch die Situation von pflegenden Angehörigen. Familie, das ist doch überall dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Und das muss doch die Grundlage sein für moderne Familienpolitik. Und deswegen werden wir auch diese Auseinandersetzung gewinnen. Und auch als Gesundheits- und Verbraucherschutzpolitiker sehe ich, dass wir in diesem Jahr nur gewinnen können, weil die Staatsregierung, die hat ja gar keinen Plan, wie sie die Ausbreitung von Schadstoffen in Umwelt und in Produkten stoppen will. Sie hat neue Gesundheitsrisiken, wie zum Beispiel durch multiresistente Keime, durch Mikroplastik oder den Klimawandel, überhaupt nicht im Blick. Bei der Sucht- und Drogenpolitik setzt sie weiter erfolglos auf Kriminalisierung, auf Stigmatisierung und sie versagt bei der Prävention. Medizinische Versorgung und auch die Pflege sind bereits in eine Abwärtsspirale geraten. Das hat auch mit den Arbeitsbedingungen hier in Sachsen zu tun. Und da sage ich, Sachsen braucht eine regelrechte Fachkräfteoffensive, auch in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Wir sind lautstark für Jugendarbeit, für soziale Arbeit. Mit uns gewinnt Sachsen auch wieder medizinisches und pflegerisches Personal. Und mit uns gewinnen auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, liebe Freundinnen und Freunde. Als alter Umweltschützer empfinde ich die Selbstgerechtigkeit und die Ignoranz unseres sächsischen Umweltministers wirklich sehr entmutigend. Doch ich bin gleichzeitig richtig ermutigt, wenn ich zum Beispiel Workshops mache zum Thema Besser leben ohne Müll. Und wie viele da mitmachen, wie viele sich da einbringen mit tollen Projekten, mit innovativen Ideen. Wollen Sie den Planeten aus dem Teufelskreis von Materialverschwendung und fortschreitender Vermüllung befreien? Und das macht mir wirklich große Hoffnung, weil wir sind auch hier Teil einer wachsenden Bewegung in Wirtschaft und Gesellschaft. Und wir sind die einzige Partei, die die Vision Zero Waste auch wirklich ernsthaft verfolgt. Und das sagen mir auch die Bürgerinitiativen, die sich in den Landkreisen aktiv für die Verbesserung ihrer Lebensqualität in ihrem Umfeld einsetzen. Wir Grünen, wir können all diese Menschen gewinnen. Zum Schluss
möchte ich noch was Persönliches sagen. Ich bin hier geboren und hier aufgewachsen und ich lebe auch gerne hier, weil das ist mein Zuhause. Ich habe hier als junger Mensch die Repression im Spitzelstaat DDR hautnah erlebt und ich habe auch hier 1989 für eine freie und offene und vielfältige Gesellschaft gestritten. Ich empfinde den rechtsoffenen Politikkurs in Sachsen auch als einen persönlichen Angriff auf ganz vieles, was mir seit 1989 wichtig ist. Herr Valentin hat es gesagt, diese Woche wurde im Landtag ein Polizeigesetz beschlossen, diktiert von der neuen Sehnsucht nach autoritärer Politik. Ich will aber nie wieder in einem autoritären Staat leben. Ich will nicht, dass mit der Zukunft meiner Heimat ein so gefährliches Spiel gespielt wird. Und deshalb bekommt ihr in diesem Wahlkampf von mir meine ganze Leidenschaft, um diesen Angriff abzuwehren. Als Chemnitzer musste ich letztes Jahr erleben, wie Rechtspopulisten und Rechtsextremisten hier in meiner Stadt den Schulterschluss vollzogen und wie Hunderte hinterherliefen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir kämpfen gemeinsam dafür, dass diese völkisch-autoritäre Welle sich nicht weiter ausbreitet. Nicht in Chemnitz, nicht in Sachsen, nicht in Europa. Mein Zuhause, unser Zuhause, bleibt weltoffen mit Solidarität, Freiheit, Respekt und mit unteilbaren Menschenrechten. Wir gewinnen das. Vielen Dank. Vielen Dank, Volkmar. Wir haben drei Fragen gezogen. Und fangen mal mit der ersten an. Das ist die Frage von Paula Pierk-Jotta aus dem KV Leipzig. Ich stelle dir die Frage. Du als Gesundheitspolitiker, wie wird sich aus deiner Sicht grüne Gesundheitspolitik in den nächsten 10 Jahren weiterentwickeln? Die Frage, stellen wir gerade fest, ist doppelt eingeworfen. Okay, dann kommt jetzt noch eine zweite Frage von Vicky Feldhaus aus dem KV Leipzig. Wie wirst du gegen den Pflegenotstand vorgehen? Vielen Dank für die Fragen. Volkmar, du hast jetzt maximal 3 Minuten Zeit zur Beantwortung. Also, grüne Gesundheitspolitik. Ich glaube, wir müssen anfangen, über die Grenzen zu denken, über die Grenzen der Sektoren, der stationären und der ambulanten Versorgung, aber auch über die Grenzen der Landkreise. Wir müssen auch weg von der Vorstellung, dass Menschen beim Arztbesuch nur allein mit ihrer Krankheit kommen. Sie kommen auch mit ihrer gesamten Lebensgeschichte, mit ihrer Biografie, mit ihrer Einordnung. Das sind alles wichtige Dinge, wo ich sage, wir müssen ganzheitlicher den Blick auf Gesundheit, auf das Aufwachsen, auf das Genesen von Menschen werfen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir vor allem bei dem Thema der Fachkräfteproblematik darauf schauen, dass es für Menschen attraktiv wird, auch in Regionen sich niederzulassen, wo sie mit ihren Familien auch Startbedingungen finden, wo sie Kindergärtenplätze finden, wo sie auch in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt im Rahmen einer ärztlichen Tätigkeit zum Beispiel zu bestreiten. Was den Pflegenotstand angeht, wir haben jetzt fast eine gesamte Legislatur lang in einer Enquete-Kommission das Problem der Pflege in Sachsen diskutiert mit Expertinnen, mit Sachverständigen und sind nicht wirklich zum Handeln gekommen. Der entscheidende Punkt ist, dass wir jetzt am Ende der Legislatur ganz wichtige Reformschritte hier nicht vorangebracht haben. Und ich glaube, das größte Problem ist, was wir in der nächsten Legislatur umgehend lösen müssen, ist die Frage der Berufsausbildung, der Ausbildung im Pflegebereich. Denn so wie es jetzt organisiert ist und so wie wir jetzt auch das
sächsische Pflegeberufegesetz auf der Zielgeraden noch beschließen werden, werden viele Menschen diesen Beruf möglicherweise nicht annehmen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, wir müssen hier dringend gegensteuern, damit nicht noch mehr Menschen in Sachsen keine berufliche Perspektive für einen Gesundheitsberuf, für einen Pflegeberuf, für einen medizinischen Beruf sehen. Auch im Bereich der Hebammen steht die Akademisierung an. Auch hier müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass in Sachsen sich Berufsanfänger auch wirklich orientieren und nicht in andere Bundesländer sich orientieren. Andere Bundesländer sind hier schon wesentlich weiter mit ihren Planungen. Und ich denke, dass wir hier wirklich umgehend dafür sorgen müssen, dass es Berufsperspektiven, Einstiegsperspektiven in all diese Berufe gibt, die wir dringend brauchen in Zukunft. Vielen Dank.